Ja, hallo, ich grüße euch. Eigentlich wollte ich an diesem Wochenende Flipflop schlagen, durch brennende Reifen springen, an schwebenden Luftballons ins Meerschweinchengehege reingleiten. Aber leider wird nichts draus. Aber ich sage mir immer, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn es halt ein bisschen ruhiger ausfällt, ist halt auch nicht so schlimm. Ja, was für ein Fest gibt es denn zu feiern an diesem Wochenende? Ich möchte es euch verraten. Und zwar 5 Jahre Frankies Tierwelt. 5 Jahre. Ganz viele von euch sind wirklich schon die ganze Zeit dabei. Dankeschön. Danke an die, die an mich geglaubt haben, als der Kanal noch ganz, ganz, ganz winzig klein war. Danke fürs Mutmachen. Danke für tausende von Kommentaren. Danke für ganz vielen Tipps, die ihr mir gegeben habt. Danke für so viel Höflichkeit auf diesem Kanal. Einfach super, super, super toll. Irgendjemand hat mal gesagt, das ist der Meerschweinchen-Kanal für Erwachsene. Damit kann ich echt gut leben. Damals vor 5 Jahren, ja, ich habe einfach gefilmt, weil ich eigentlich mein Gehege ja nur zeigen wollte. Ich habe es Frankies Tierwelt genannt, weil bei uns gibt es ja auch eine Vogelvoliere. Bei uns gibt es ja unsere beiden Katzen, unsere Lucy und unsere Via. Und ja, damals habe ich es halt Frankies Tierwelt genannt. Dann hat sich es doch ein bisschen so entwickelt, dass es doch ein Meerschweinchenkanal ist. Und so soll es auch sein. Es soll ein Meerschweinchenkanal sein, wo immer mal ein süßer Kanarienvogel durchfliegt, wo eine schnurrende Katze im Gras liegen darf, wo auch Gartenvögel mal gefüttert werden, wo es spannend ist, ein Frosch im Moos. Ihr wisst mich, wie ich bin. Ich mag die Natur, ich mag unseren kleinen Garten, ich mag Dinge, die man einfach aus der Natur holen kann. Ich mag es, wenn man dem Meerschweinchen einen tollen Lebensraum mit ganz natürlichen Mitteln bauen kann, ermöglichen kann. Ja, dafür steht Frankies Tierwelt. Ihr wisst ja, ich bin so ein Kanal, also ich bin ja nur der Kopf von diesem Kanal. Die Hauptdarsteller sind ja die Tiere. Aber ich möchte mit diesem Kanal ein bisschen diesen Spagat halten zwischen guter, artgerechter Tierhaltung, aber doch so natürlich wie möglich. Ja, auch bei mir gibt es eine Hängematte, aber trotzdem finde ich es cool, wenn ein Meerschweinchen auch im Stroh kuscheln kann. Bei mir gibt es natürlich im Winter auch Nahrung aus dem Supermarkt. Also ich muss Nahrung zukaufen, viel Blättriges. Und doch versorge ich meine Meerschweinchen so lange und so viel wie möglich mit natürlicher Wiese, die ich fast täglich sammeln gehe für meine Meerschweinchen. Und ja, ich bin auch manchen Sachen vielleicht nicht ganz so zimperlich. Und wir hatten ja mal das Thema wöchentlicher TÜV. Das würde bei so einer großen Gruppe nicht gehen. Das kann ich halt nicht. Ich versuche es halt mit Beobachten, aufpassen. Aber ich bin halt auch da so ein bisschen robuster halt, ne? Aber trotzdem würde ich immer, immer alles dafür machen, dass es meinen Tieren gut geht. Ja, bei mir dürfte sich wirklich nie ein Tier quälen. Wenn ein Tier krank ist, wird es natürlich auch ärztlich versorgt. Keine Panik. Aber bei mir darf zum Beispiel auch ein altes Tier in der Gruppe bleiben. Ja, manchmal sieht man ja dann doch, dann werden die Tiere da rausgenommen, separat gehalten. Derjenige bin ich halt nicht. Ich habe meine große, bunte Gruppe. Und so soll es auch sein, wo es auch ab und zu mal Jungtiere gibt. Apropos Jungtiere, die nächsten Wochen werden spannend. Ja, ich möchte, was möchte ich? Ich möchte für die zukünftige Zeit, dass wir weiterhin diesen Kanal gestalten, dass ihr weiterhin Ideen habt,
dass wir uns untereinander helfen. Ich finde das manchmal total cool. Dann schreibt jemand, ja, ich habe meine Meerschweinchen in so einem kleinen Gehege oder im kleinen Stall, weil ich habe nicht die Möglichkeit. Dann schreibt ein anderer total nett, du könntest das und das noch machen, dann kannst du ein bisschen anbauen und dann geht es denen so ein bisschen besser. Genau das möchte ich erreichen, dass wir höflich miteinander umgehen, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir nicht immer nur Moral aposteln. Ich denke mal, keiner auf dieser Welt ist perfekt. Dann stellt sich ganz schnell die Frage, was ist überhaupt perfekt? Ja, ist es wirklich perfekt, die Meerschweinchen in einer, wie soll ich mal sagen, so gut wie möglich sterilen Lebensraum leben zu lassen? Oder ist es vielleicht doch perfekt, sie irgendwo in einem großen Garten zu halten, wo sie sich alleine verstecken müssen oder so? Was ist perfekt? Das weiß keiner von uns, weil wir können eigentlich die kleinen Geister nicht fragen. Ich finde nur, alles, was wir machen, sollen wir mit Herz machen, mit Herz für die Tiere. Ich denke, mich da immer mal ein bisschen reindenken in die Tiere. Ich denke, das bringt uns wirklich, wirklich weiter. Und das liegt mir auch am Herzen und das möchte ich mit dem Kanal erreichen. Ich möchte ganz viele Menschen wachrütteln, die vielleicht ihre Tiere in einer sehr traurigen Umgebung halten. Ich möchte den Menschen zeigen, dass man mit wenig Geld ganz viel machen kann, dass nicht unbedingt die teuersten Sachen die schönsten sind oder die besten, dass vielleicht nicht jede teure Behandlung vielleicht das Beste fürs Tier ist, dass vielleicht eine Nichtbehandlung manchmal besser wäre. All solche Dinge sollen auf diesen Kanal weiter kommen. Viele, viele bunte Bilder soll es hier weiterhin geben. Ich denke, hier gibt es ja wirklich schon so viele Themen, die ich mal angeschnitten habe. In jedem Video ist irgendwo immer mal eine Kleinigkeit versteckt und ich nehme mich mal ein bisschen hops in den Videos, was ich auch ganz cool finde. Ich bin so, wie ich bin. Ich mag die Natur, ich mag die einfachen Sachen, aber alles, was ich mache, mache ich mit Herz. Und so soll es auf diesem Kanal auch weitergehen. Ja, das soll es einfach mal gewesen sein an diesem Wochenende. Einfach nur danke an euch. Schön, dass es diesen Kanal so lange Zeit nun gibt und viele, viele kennen uns nun ja schon und das ist echt cool. Ganz vielen Plattfüßen habe ich schon geholfen zu einem besseren Leben, das weiß ich. Und ich werde so lange wie möglich, so lange wie ihr es wollt, solange es mir Spaß macht, werde ich das hier weitermachen und somit noch ganz vielen Meerschweinchen auf dieser Welt zu einem besseren Leben zu verhelfen. Das ist so mein Ziel und ja, es wird immer mal wieder Themen geben auf dem Kanal, die auch schwierig sind, wo ich vielleicht nicht unbedingt die richtige Meinung habe. Dann geht einfach höflich mit mir um, sprecht mich vernünftig an und sagt vernünftig eure Meinung. Das ist mir natürlich auch wichtig. Also ihr müsst nicht immer mit mir einer Meinung sein, aber bitte, bitte lasst uns immer höflich umgehen auf dem Kanal. Aber ich glaube, dass passiert hier ja auch fast zu 100% und zumindest von denen, die mich schon so, so lange begleiten. Ja, ansonsten, was gibt es jetzt noch zu sagen? Keine Ahnung. Auf die nächsten 5 Jahre, wenn ihr wollt. Na dann, nochmal, Jessie, danke fürs Päckchen zum 5. So, ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, wie immer mit den Worten, liebe Grüße. Euer Frank.